Herzlich willkommen zur neuen Folge von Block Story. Ja, ich denke sicher, wieso ich hier in diesem Schiff starte. Gut, das Ding war so, die letzte Aufnahme wurde leider in irgendwelchen Gründen nicht aufgezeichnet und das habe ich natürlich im Nachhinein eingemerkt. Und dass im Block Story keine Safe Games gibt, sondern nur aktueller Stand, ja, stehe ich jetzt hier im Wasser. Ich habe die Aufgabe, ein Schiff zu bauen. Das habe ich gemacht. So, wie komme ich jetzt aus dem Schiff raus? Das ist vielleicht auch noch ein Ding. Ah, ja, genau. Um aus dem Schiff rauszukommen, muss man einfach das Schiff abwählen. Weil sobald ich das Schiff anwähle, bin ich im Schiff drin. So. Ja. Mit Messer. Ja. Gut, ja. Ich habe. Das Lustige ist auch, wenn man Block Story neue Welt beginnt, hat man automatisch das Inventar von der vorigen Welt. Also irgendwie charaktermäßig ist das hier zusammengefasst. Hier habe ich die letzte Folge, wo ihr nicht gesehen habt, habe ich hier 30 Bäume Baum gefällt, Holz gesammelt. Ich habe nämlich 120 Holz gebraucht, um ein Schiff zu bauen. Ist gleich ziemlich eine Menge. So, ich schaue mal kurz bei unserem Wikinger, ob der mir wieder neue Aufgaben gibt. Ah, tatsächlich. Hey Kind, du siehst ziemlich schwach aus. Wirst es hier zu nichts bringen ohne ein paar Waffen. Du kannst wahrscheinlich nicht einmal eine Fliege töten. Ach was. Ich kann dir etwas geben, um dich zu verteidigen, aber dies wird dich was kosten. Na, was sagst du? Und wirst du etwa für immer wie ein Schwächling aussehen? Du kannst Golderz im Untergrund finden. Entweder suchst du es bei Klippen oder in Höhlen oder grab dich nach unten, etwas davon zu finden. Ja, würde ich sagen, nehmen wir das. Ja, aber meine Zeit ist kostbar. Bring mir 10 Golderz und 20 Gold und ich werde dir helfen. Also 10 Gold und 20 Kohle. Okay, es können wir, es hieß an den Bergen. Ich kann auch noch mal zuerst eine Axt bauen. Ich glaube, habe ich keine Axt mehr. Inventar. Ich weiß echt nicht, wie die Kombination geht. Cool, das war's. Ja, wir haben keine Axt mehr. Wir haben auch keinen Stein mehr. Dementsprechend werde ich wohl zuerst ein bisschen Stein besorgen. Ja, Stein, Stein, Stein. Ich glaube, das war hier im Sand. Doch, das da. Das war also wie Kies. Minecraft würde sagen, es ist Kies. Ist aber Sand. Stein. Oh Mann, ey. Jo, super, ja, gerade hat mich hier mein Bildschirm daran erinnert, dass er Probleme machen möchte. Ich habe so ab und zu das Problem, dass das Spiel auch plötzlich schwarz wird. Und an Treiber kann es nicht mehr liegen. Ich habe inzwischen ganzen Treiber neu installiert. Zeitlang hatte ich auch einen zweiten Monitor laufen, habe den auch inzwischen deaktiviert, weil ich gedacht habe, es vielleicht an dem liegt. Gab es so Treiberprobleme. Ja, ich soll vielleicht auf dem Block bleiben, bis er bricht, sonst kann ich den gar nicht aufsammeln. So. Jetzt habe ich ein bisschen Stein, werde ich gleich ein bisschen ein paar Schläge hier craften. Jetzt habe ich sechs im Bachen, aber mindestens sechs, ja. Sechs habe ich eben nicht. Wäre schön, ich hätte sechs. Sechs ist wie ein Lotto, yeah! So ähnlich. So. Okay, jetzt habe ich genug Stein, vorläufig. Dann werden wir das jetzt mal kurz craften. Da ist schon wieder Nacht. Die Crafting Bank haben wir da oben. Ich werde es immer mit diesen Kisten hier, diese Spawner. Ja, ist echt verwirrend, das Zeugs. Da, Moment mal. Beim Baum muss es sein. Oh, okay. Also echt viele Sachen, muss ich echt sagen, dass. Oh, viel dazu. Jetzt habe ich halt einen. Oh, gut, ich habe nicht immer mehr Stöcke genug. Okay, dann werden wir mal kurz ein paar Stöcke machen. So. So, ach, die Steine sind echt noch berührungsbedürftig. So, also, dann machen wir jetzt mal hier einen Stock. Hier, hier, hier. So, und dann ein bisschen Stein oben. Dann machen wir nämlich Werkzeug draus. So, jetzt haben wir 60, 60, mein Gott. Ja, Spitzhacken, also Schläge. Ich habe mir gelernt, dass das nur Schläge sind. Und ich entschuldige mich halt gerade. So eine blöde Fliege, na, die hier rumherschwirrt. Okay, dann gehen wir mal weiter, oh, nicht ins Schiff, und suchen uns mal Kohle und Golderz. Ich glaube, ich habe mit dem Ganzen nichts gefunden bis jetzt. Was ist das? Smaragde. Jo, nö. Was ist das? Oder? Wachs, nee. Nee, definitiv haben wir nichts gefunden.
Ich gehe jetzt mal einfach mal zu sagen, mal zu schauen, was das dann das Flugding ist. Aber übrigens haben wir was herausgefunden. Wir haben ja Mana in Form dieser Mana-Flaschen und ich kann mit F fliegen. So, das Problem ist nur, es geht noch hoch, nicht runter. Ja, ich denke, es kann auch gefährlich werden wegen V-Schaden und so. So, jetzt haben wir hier eine Höhle. Ah, ich glaube, da haben wir schon was gefunden. Ich wollte gerade jetzt erinnern, dass ich genau nur zwei Schläge habe. Mit meinem Schwert. Also, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Dann in Minecraft ist es so, da baut man ein Schwert und das hält eine Weile. Und hier, also eine Waffe oder sowas. Und hier baut man es hin und denkt schon, Scheiße, ich muss noch mehr haben. Sonst kann ich das gar nicht gebrauchen. So, wir haben 5 Kohle bereits gesammelt. Ich denke, das ist Eisen hier. Wahrscheinlich. Noch mehr Eisen. So. Und das wird wohl Gold sein, vom Aussehen her. Der Guide wird uns gleich erklären. Ja, aber 1 von 10 Gold gesammelt. So. Okay. Es ist ja wirklich gerade ziemlich dunkel hier. Ich kriege besser hier raus. Ich muss mir eine Fackel beschaffen. Das ist das erste Mal, wo ich merke, dass ich wirklich eine Fackel brauche. Zum Glück gibt es hier ein cooles Menü. Und zwar das. Oh, fällt gerade noch nichts. Und zwar das. Ja, muss ich wieder raus? Na gut. Und zwar das Quest. Ne, das ist eigentlich das. Ob die Quest gehen, jedenfalls. Oh, das wollte ich ja nicht. So, alle guten sind 3. Und zwar. Das war's nicht. In dem Fall war es beim speichern mal so. In dem Fall war es beim Inventar drin. So, hier, Rezeptbuch. Und hier können wir nämlich alle Sachen, die wir craften können, können wir sehen. Und jetzt sehen wir genau, wir können so ein Lagerfeuer bauen. Mit einem Kohlenerz. Das haben wir inzwischen gefunden. Stock und Stein. Ich denke, das werden wir jetzt mal cool gleich mal machen. Dafür brauchen wir natürlich wieder Stein, das den wir nicht haben. Was ist denn das? Neues monstersicheres Haus. Ich trainiere hier im Wald, wo ich mich um meine eigenen Angelegenheiten kümmere. Aber immer wenn ich zu meinem Camp zurückkehre, ist der ganze Ort verwüstet. Einige Menschen sagen, dass ein Monster, das halb Mensch und halb Wolf ist, hier in der Gegend rumlauert. Sie behaupten, sie sahen ihn den Berg hochlaufen. Hilf mir bitte dabei, ein neues Camp zu bauen, das mehr von diesem Be bessere, mehr diesem besser Biest standhalten kann. Ja. Gut, bring mir bitte etwas Baumaterial, um ein neues Haus zu bauen. Ich brauche 30 Holz, 10 Golderz, 50 Ziegelsteine. Ich glaube, ein Mann namens Schattenjäger verkauft Ziegelsteine. Okay. Ja, okay, das kommt mal so viel dazu. So, ich bin wieder im Boot drin. Ich muss das Boot aus dem Inventar aussehen. Das ist echt ätzend. Gut, ja, wir brauchen immer Stein. Ist das Erde? Ist das Stein hier? Das ist Erde wahrscheinlich. Das wird Stein sein. Hoffe jetzt mal. Ja, das ist Stein. Mal kurz ein bisschen Stein mitnehmen, damit wir auch dieses Lagerfeuer bauen können. Das wir vorhatten. Ansonsten kann ich auch ein bisschen Stein mitbringen, dass wir neue Spitzhacken bauen können. Also ich muss eigentlich drei Steine verschwenden, damit ich wieder 30 Spitzhacke regenerieren kann. Ein Speer bräuchte auch noch neues. Also ich muss unbedingt die Abbaugeschwindigkeit mal erhöhen beim Skillen. Das geht ja gar nicht. Das ist echt ätzend, wie lang das geht. So, wir gehen mal ganz zurück und zum Dorf. Das war eben hier vorne. Die Musik ist auch so genial. Ich kann sie auch gleich lassen. So. So. Okay, also, wir brauchen Crafting Box. Wo haben wir die Crafting Box? So. Also, Crafting Box. Anscheinend darf ich nicht das Inventar drin haben. Das sind die. Hallo? So. Also, wir haben gesehen vorhin, wir brauchen zwei Steine, drei Steine. Dann brauchen wir einen Stock, war das, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Und dann brauchen wir noch Kohleerz. So, und jetzt geht's nicht, weil es genau verkehrt war. Genau, so, voilà. Was? Genau, wir haben Feuer gemacht. Oder ähnlich. So, jetzt müssen wir das nur platzieren. Platzieren wir das hier?
Okay, ich kann nicht. Moment mal. Jetzt, oder? Ich kann es nicht platzieren. Wahrscheinlich muss es noch in der auf dem Sand oder so sein. Muss es Stein sein? Gibt es Info dazu? Feuer, deine Mutter hat dir gesagt, dass du sollst nicht mit dem Feuer spielen sollst. Oh ja, okay. Wenn du aber vorsichtig genug bist, kannst du es verwenden, um Essen zu kochen, um Pfeile anzuzünden, um Fackeln und Kerzen zu machen, um einige Gegenstände herzustellen, um Metalle zu schmelzen und im Glas herzustellen. Um Feuer zu machen, braucht man Kohle, Stöcke und Steine. Ja, super, habe ich ja schon. Und jetzt? Man kann wahrscheinlich wissen nur, was man braucht, um was weiteres zu machen. Ich brauche Feuer, um aus Eis Wasser zu machen. Das habe ich schon mal mitgekriegt. Und Lava. Ich kann Lava erstellen. Okay. Stein 5, okay. Also anscheinend brauche ich das Feuer. Ja, aber hallo? Wollen mich verarschen? Ich kann ein Feuer machen aus drei Steinen, einem Stock und Kohle. Ich kann aber auch. Ach so. Aha, so geht das. Okay, dann wie baue ich jetzt Fackeln? Fackeln wäre noch gut. Ich brauche Fackeln. Fackeln, Treppen. Gibt hier schon einiges, was man bauen kann. Blaue Farbe. Ach so, Brot, okay. Brot, dafür brauche ich Kohle. Ah, ich sehe schon, also das Feuer braucht man schon für einiges. Hier Treibstoff. Okay. Oh mein Gott, das gibt es hier schon sehr viel. Brief gesperrt. Oh, okay. Ach, es gibt hier schon einiges, das ist extra, also Werkzeug. Das ist auch alles ziemlich gesperrt. Magische Kugel. Feldhacke. Goblin Spitzhacke. Ach du Scheiße, ey. Es gibt schon einiges. Teleportiere. Teleportiere. Ich habe die Sachen, glaube ich, sogar schon fast. Eine Truhe. Kann man auch herstellen. Okay. Ist das wie Minecraft eigentlich? Ja, okay. Jetzt muss ich frage mich gerade, wo ich Pfeile. Kann einen Bogen herstellen. Revolver. Eisenherz. Kann Revolver herstellen. Cool. Ich bin Revolver. Ich bin Revolver, aber. Also, ich brauche drei Holz und oben Eisen. Dann, ich denke, hab ich genug da. Jetzt bauen wir uns einen Revolver. So, drei, also. Drei Holz. Und. Oh, die nee, Eisen. Kohle. Was habe ich denn vorhin abgebaut? Was nicht Eisen? Eisen jetzt. Scheiße, ich habe jetzt zwei. Von Fehler meinerseits. Ja, aber eigentlich wollte ich ja wissen, wie ich Fackeln herstelle. Das könnt ihr auch gleich, wenn wir es schon haben, das Feuer. Falsch. Das Feuer nehmen. Und die Kohle nehmen. Und Feuer machen. So. Haben wir auch Feuer. Können wir das natürlich verdoppeln wieder und vergrößern, also verdoppeln, auch vervielfachen. Ist aber über Holz, ey. So. Okay, da müssen wir noch weiter sammeln in dem Falle. Aber ich habe es immer noch herausgefunden, wo ich jetzt Feuerpfeilen. Cool. Also kannst du echt viel Explosivpfeilen. Ach Scheiße. Kann echt viel machen. Fahrzeuge. Motor. Boot. Kann ich Motor herstellen vom Boot? Ach geil. Auto. Oh, also gibt es echt coole Sachen, muss ich sagen. Hier kann ich Linie herstellen. Ach du Scheiße. Pflanzen. Apfelbaumpflänzchen. Aha. Okay. Ja. Ich sehe schon, ich von lauter Blöcken finde ich den Weg nicht oder nicht, was ich haben wollte. Ich wollte eigentlich eine Fackel bauen. Aber ich habe jetzt gar keine Fackeln hingekriegt.
Gegenteil. Die Frau ist besser dabei. Und wir haben noch gar nichts gebaut. Ich weiß gar nicht, wo die Fackel hier bekomme. Blöcke. Tisch, du. Generator. Jetzt Zeugs. Ich weiß echt, was das Blut ist. Eine Kerze. Ist Kerze eine Fackel? Laterne. Am Bett. Okay, das ist ein Speicherpunkt. Aber ich nehme jetzt echt mal eine Laterne. Okay, also, was mache ich denn hier? Ich brauche Glas. Jetzt kommen wir dazu, wie macht man Glas? Aus Sand und Feuer. Oh, okay. Das ist ja noch einfach. Das heißt, wir brauchen 8 Glas und Feuer. Okay. In dem Fall brauchen wir mal nicht weit zu machen. Ja, wenn ihr sehen wollt, wie ich in der nächsten Folge Glas herstelle, um Laternen zu bauen, um in die Höhle zu gehen, dann schaut beim nächsten Mal wieder rein. Vielen Dank fürs Zusehen und lasst mir ein Like da. Bis dann. Tschüss.